den Parteivorsitzenden der Partei Die Linke, Bernd Rixinger. Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Gäste, ich darf euch alle ganz herzlich zum Jahresauftakt der Europäischen Linken begrüßen. Insbesondere begrüße ich unsere internationalen Gäste. Die da sind aus Frankreich, Finnland, Weißrussland, Türkei, Belgien, Moldawien und der Schweiz und Spanien. Besonders begrüße ich den Botschafter, seine Exzellenz Rodrigo Osvaldo Chavez Zamudio, Botschafter von Venezuela. Stellvertretend für die europäischen Gäste begrüße ich Pierre Laurent, den Vorsitzenden, den Präsidenten der Europäischen Linken, und Maite Mola, die Vizepräsidentin der Europäischen Linken. Herzlich willkommen. Und, wurde mir gerade ein Zettel zugesteckt, den Botschafter von Kuba begrüße ich auch ganz herzlich. Ich habe ja jetzt über Weihnachten euer schönes Land besucht. Herzlich willkommen. Die Beteiligung von Pierre Laurent, Maite Mola und andere zeigt, dass wir dabei sind, eine starke europäische Linke zu schaffen. Eine europäische Linke, die ernst genommen werden muss im Kampf gegen die unsoziale und undemokratische Politik der Troika. Europa braucht eine starke Linke, die maßgeblich dazu beiträgt, der neoliberalen Hegemonie, die die Interessen der Konzerne und der Banken rücksichtslos gegenüber den Lebensinteressen der Menschen in Europa den Vorzug gibt, entschlossen entgegenzutreten. Den Linken in Deutschland wird gerade in manchen Veröffentlichungen vorgeworfen, sie sei nicht proeuropäisch. Ich will dazu ganz deutlich sagen, diejenigen, die mit ihrer verheerenden und unsozialen Politik, die mit Kürzungs- und Verarmungsprogrammen Millionen Menschen in Europa in die Armut zwingen, die die größte Massenarbeitslosigkeit der letzten Jahrzehnte mit verursacht haben, denen die Rettung der Banken 100-mal wichtiger ist als die Zukunftsperspektiven der Jugend in Europa. Diese Kräfte zerstören die Fundamente der europäischen Integration, nicht die Linke. Sie sind die wahren Anti-Europäer, denn sie zerstören den sozialen Zusammenhalt in Europa. Und sie zerstören die Hoffnung auf ein besseres Leben in Europa. Die Linke kämpft für ein soziales, solidarisches und demokratisches Europa. Wir kämpfen für ein Europa der Menschen, nicht der Banken und Konzerne. Wir kämpfen für ein Europa, das nicht unsere Nachbarn zum Bettler machen will, sondern allen Menschen in Europa eine Zukunftsperspektive bringt. Wir kämpfen für ein Europa, in dem Krieg, Gewalt und der Export todbringender Waffen geächtet wird. Und wir wollen kein Europa der Diktate, der Nötigung, der Entmachtung gewählter Parlamente, der Übermacht wirtschaftlicher Lobbyinteressen und Lobbyverbände,
Nein, wir kämpfen für ein demokratisches Europa, in dem jeder Mensch die gleiche Stimme hat. Wir sind Europäer und wir sind Internationalisten mit Haut und Haaren. Wir nehmen die Gedanken der internationalen Solidarität ernst. Wir schaffen ein soziales und demokratisches Europa von unten, während die wirtschaftlichen und politischen Mächtigen gerade dabei sind, die Idee eines geeinten Europas an der Realität eines sozial zerklüfteten Europas zum Scheitern zu bringen. Lassen wir nicht zu, dass sie damit Erfolg haben. Eine der größten Sünden der deutschen Sozialdemokratie ist, dass sie die Unterschrift unter einen Koalitionsvertrag gesetzt haben, der die Europapolitik von Merkel fortschreibt. Es ist ein Witz, wenn gar diese Politik als erfolgreich dargestellt wird. Die Massenarbeitslosigkeit in Europa ist um 70% gegenüber 2007 gewachsen. Die Jugendarbeitslosigkeit ist in vielen Ländern wie Spanien oder Griechenland über 50%, in Italien 30%. 6 Milliarden, lächerliche 6 Milliarden, hat die Europäische Union für ein Programm zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit zur Verfügung gestellt. 4.200 Milliarden für die Rettung der Banken. Müsste es nicht umgekehrt sein? Müsste uns die Zukunft der Jugend in Europa nicht mehr wert sein als die Rettung der Banken? Für mich ist klar, wir als Linke werden niemals Frieden mit einer Politik machen, die Kinder hungern, Menschen frieren und Rentnerinnen und Rentner im Müll wühlen lässt. Egal, ob in Berlin, Madrid, Athen oder Lissabon, wir kämpfen entschlossen und gemeinsam gegen diese würdelose Politik von Frau Merkel und der Troika. Liebe Genossinnen und Genossen, es ist ein altes Spiel der Rechten und Rechtspopulisten, die Menschen gegeneinander auszuspielen, mit dem Finger auf die zu zeigen, die anscheinend schamlos unsere Sozialsysteme ausnützen würden. Wer betrügt, der fliegt, will die CSU auf ihre Plakate schreiben. Wenn das übrigens ernst genommen würde, wäre der Bayerische Landtag ziemlich leer. Und für die Ehrentribüne des FC Bayern Münchens könnte man an ganze Schulklassen Freikarten verteilen, weil dann Platz genug dafür da wäre. Die Botschaft der CSU ist klar: Ihr braucht in Deutschland keine rechtspopulistische Partei zu wählen, weil ja mit der CSU eine im Deutschen Bundestag sitzt. Und ich sage dazu: Nein, unser Problem ist nicht, dass die Armen Arbeit suchen, sondern dass die Reichen keine Steuern bezahlen. Unser Problem heißt nicht Armutszuwanderung, sondern Reichtumsflucht. Und die müssen wir entschlossen bekämpfen, und zwar europaweit. Wir stellen nicht die Freizügigkeit von EU-Bürgerinnen und Bürgern in Frage, sondern die von Hoeneß und anderen Steuernbetrügern. Aber ich sage auch, für die Linke bedeutet das eines: Der Versuch der Rechtspopulisten, Deutsche gegen Griechen, Spanier gegen Italiener und andere gegeneinander auszuspielen. Denen müssen wir gegenüberstellen ein anderes Spielfeld der Politik in Europa. Es geht nicht um Deutsche, Griechen oder Italiener oder Spanier, sondern es geht um einen Konflikt zwischen oben und unten. Und da müssen wir Flagge zeigen, internationale Solidarität zeigen, europäische Solidarität zeigen. Und dazu müssen wir auch
sagen, was wir für ein Europa wollen. Erstens, ich mache nur einige wenige kurze Punkte. Erstens, wir wollen die Finanzmärkte regulieren, Spekulationsgeschäfte verbieten, die Banken verkleinern, vergesellschaften und unter öffentliche Kontrolle stellen. Wir wollen die Steueroasen trockenlegen. Es muss Schluss damit sein, dass in Europa riesige Steuerfluchtnetzwerke aufgebaut werden und die Banken als Schlepper agieren. Es darf in Europa kein Asylrecht für das große Geld geben. Zweitens, wir wollen nicht, dass nicht länger Löhne und Renten gekürzt, Sozialsysteme zerschlagen und öffentliches Eigentum verramscht wird. Reiche und Vermögende müssen endlich zur Kasse gebeten werden, deshalb Millionärsabgabe in ganz Europa. Das Vermögen der europäischen Millionäre beträgt 14 Billionen Euro. Die Staatsschulden betragen 11 Billionen Euro. Wir haben keine Schuldenkrise, sondern wir haben eine Verteilungskrise in Europa. Drittens, wir brauchen keine Bankenrettungspakete, sondern ein Programm gegen die Massenarbeitslosigkeit und gegen die Jugendarbeitslosigkeit in Europa. Wir brauchen ein Zukunftsprogramm für Europa, das Arbeit schafft und öffentliche Infrastruktur aufbaut, statt öffentliches Eigentum zu verramschen. Viertens, wir wollen Mindestlöhne, Mindestsicherung, tariflich und sozial regulierte Arbeit statt Prekarisierung und Armut. Fünftens, wir wollen mehr Demokratie statt die Herrschaft nicht gewählter Kommissionen und der Lobbygruppen der Wirtschaft. Wir wollen Volksentscheide, direkte Demokratie und wir wollen das Recht auf politischen Streik in ganz Europa, gerade in Deutschland hier. Sechstens, 2014 jährt sich der Beginn des Ersten Weltkriegs zum 100. Mal. Wir stehen für ein friedliches Europa. Die Linke ist die einzige Partei im Deutschen Bundestag, für die Krieg keine geeignete Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln ist. Bei dieser Haltung wird es ohne Wenn und Aber bleiben. Deshalb kämpfen wir gegen die Militarisierung der EU. Wir schämen uns dafür, dass die EU-Staaten zusammen mit der USA der größte Waffenexporteur der Welt sind. Jede Waffe findet ihren Krieg und jede Waffe kann töten und mit dem Tod wollen wir keine Geschäfte machen. Wir kämpfen für ein soziales, demokratisches, solidarisches Europa. Frau Merkels Europa der kalten Herzen setzen wir ein anderes Europa gegenüber. Ein Europa der Solidarität, der sozialen Gerechtigkeit, ja der Leidenschaft und ich sage ganz bewusst und der Liebe zu den Menschen in ganz Europa. Ich danke für eure Aufmerksamkeit. Gerne kündige ich jetzt den nächsten Redner an, nämlich Pierre Laurent, den Präsidenten der Europäischen Linken. Chers amis et chers camarades, je veux commencer par vous souhaiter à tous une très bonne année 2014. J'espère que vous avez profité de ces dernières semaines pour vous reposer, pour partager des moments de bonheur en famille. Car nous avons besoin de reprendre des forces avant la période très chargée et très rythmée qui nous attend. J'ai le plaisir d'ouvrir avec vous ce rassemblement au nom du Parti de la gauche européenne pour un événement culturel organisé
politique et culturelle organisée par nos camarades de Die Linke, qui nous offre encore cette année un spectacle de qualité. Et je crois, je voudrais que vous applaudissiez Die Linke au nom du Parti de la gauche européenne. Notre rendez-vous devient une tradition, mais cette année, il s'agit également du lancement d'une campagne électorale, d'un point de départ d'un mouvement d'unification des forces contre l'austérité en Europe, autour d'une démarche inédite, la candidature d'Alexis Tsipras, le leader de Syriza, à la présidence de la Commission européenne. Et si nous... Et si nous menons à bien nos ambitions, au début d'une période de changement profond, d'une nouvelle ère de conquête sociale, démocratique et écologique pour les peuples européens. C'est en tout cas le vœu que je formule pour 2014, en notre nom à toutes et tous. Nous avons commémoré ce matin l'anniversaire de l'assassinat de Rosa Luxembourg et de Karl Liebknecht. Cette cérémonie est toujours un moment chargé en émotions. Aujourd'hui, alors que nous entrons dans l'année centenaire de la Première Guerre mondiale, saisissons l'occasion de nous remémorer combien le combat pour la paix, celui de Rosa et de Karl, celui de Jaurès en France, le fondateur de l'humanité, qui fut assassiné le 31 juillet 1914, combien ces combats sont aujourd'hui les nôtres, dans un monde qui a beaucoup changé, mais où les facteurs de guerre, les facteurs qui conduisent à la guerre, sont pourtant malheureusement bien présents. Au moment où la crise économique et sociale atteint des sommets dans l'insupportable, au moment où des gouvernements, comme celui de François Hollande en France, cherchent à engager de nouvelles guerres dans des opérations militaires en Afrique, au moment où le retour des nationalismes et des idéologies racistes et xénophobes menacent nos sociétés, nous nous devons d'être la gauche européenne, ceux et celles qui, en toutes circonstances, font le pari de la justice sociale, de la paix et de la sécurité, de la coopération et de la solidarité entre les peuples. La guerre et le fascisme, nous n'en voulions pas en 1914, nous n'en voulions pas en 1939, et nous n'en voulons surtout pas aujourd'hui, en 2014. Nous devons réveiller le vieux continent européen. Álvaro García Lina, le vice-président de Bolivie, nous disait au congrès du Parti de la gauche européenne en décembre à Madrid : ne nous laissez pas seuls. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le reste du monde, l'Union européenne n'a que le capitalisme et le libre-échange à offrir. L'Union européenne se comporte hors de ses frontières comme un rapace prêt à dévorer, à écraser, à piller les hommes, les femmes, les mers, les terres, à polluer l'air. L'Europe néolibérale est devenue toxique pour le monde entier. Nous ne laisserons donc pas les autres seul dans un monde global qui est engagé pour un nouveau modèle de développement humain, démocratique et écologique. C'est parce que nous avons une autre idée des rapports à entretenir entre les peuples du monde, autre que les relations de domination et d'aliénation, que nous allons par exemple lancer cette année une grande campagne d'information et de mobilisation contre le grand marché transatlantique, ce projet que nous devons mettre en échec. C'est au nom d'une autre idée de notre monde que nous voulons refonder l'Europe. Nous voulons refonder l'Europe parce que l'Europe libérale est toxique pour nos pays. Depuis 2008, la crise des banques et la réponse par l'austérité, la réponse austéritaire, asphyxie les énergies créatives, productives et dynamiques de nos sociétés. L'Union européenne du capital est injuste, antidémocratique, et il faut en réécrire les fondements. Nous voulons la refonder parce qu'elle est toxique
pour les droits humains. Et je le dis, honte au gouvernement de Mariano Rajoy en Espagne qui ose attaquer aujourd'hui le droit fondamental des femmes à disposer de leur corps. Honte. Honte à tous ces gouvernements qui construisent l'Europe forteresse, laissant mourir dans la mer des centaines de milliers de migrants qui fuient la misère et la guerre. Nous devons réveiller l'Europe des Lumières, des droits humains universels et des révolutions. C'est le seul moyen de sortir de la crise. Ce que nous voulons, c'est rouvrir une période de conquête sociale et environnementale en Europe. Cela implique d'entrer en confrontation avec les pouvoirs de la finance et avec ceux qui la représentent politiquement, c'est-à-dire avec des nuances selon les formations politiques dans l'Union européenne, toutes les forces qui dominent aujourd'hui le paysage politique européen. La grande coalition en Allemagne en est une preuve, mais le ralliement de François Hollande en France à la politique d'Angela Merkel aussi. François Hollande a présenté récemment ses vœux pour la nouvelle année aux Français. Seul le MEDEF, l'organisation du grand patronat français, a applaudi sa ligne actuelle, clairement néolibérale. Pour mener cette bataille colossale, pour faire gagner des solutions alternatives, il n'y a qu'une voie pour nous, celle du rassemblement. Nous avons avancé sur notre projet politique. Nous disposons d'une base solide à partager avec toutes les forces sociales, politiques, syndicales, avec les intellectuels, les citoyens qui rejettent l'austérité et la troïka. Et nous le ferons par exemple le 10 avril prochain à Bruxelles avec l'organisation d'une grande conférence européenne sur la dette. Notre travail principal aujourd'hui est d'offrir un cadre pour donner de la force, de la puissance à cette alternative. Nous devons, dans la première période de cette année 2014, nous lancer unis et déterminés dans la bataille des élections européennes. Nous pouvons créer l'événement en Europe avec des résultats significatifs de la gauche européenne et un renforcement du groupe de la GUE-NGL au Parlement européen. Et nous disposerons pour cela d'un atout de taille, la candidature d'Alexis Tsipras à la présidence de la Commission européenne. Avec nos listes nationales et avec cette candidature audacieuse, nous serons, si nous savons en faire des outils des peuples en résistance, nous serons en mesure de frapper fort contre les responsables de la crise et nous serons capables d'incarner le changement. Nous allons crier ensemble dans tous les meetings de toutes les villes de tous nos pays européens, stop à l'austérité, vive la solidarité des peuples. Partout en Europe, le bulletin de vote pour les listes de la gauche européenne sera une arme contre l'Europe néolibérale et pour une union des peuples et des nations libres, souverains, et associés visant le progrès humain. Tels sont, mes amis et mes camarades, les défis qui sont devant nous. Ils sont énormes, mais j'en suis sûr, nous serons à la hauteur. L'heure de la gauche européenne a sonné. En avant, mes camarades, et vive Die Linke. Danke, Pierre-Laurent. Großer Applaus für Pierre Laurent, der Vorsitzende der Europäischen Linkspartei und der KPF, der Kommunistischen Partei Frankreichs. Schön, dass du da bist, Pierre. Vor 100 Jahren demonstrierten im Vorfeld des aufkeimenden Weltkrieges mehr als 100.000 Menschen gegen Militarismus und Imperialismus. An der deutsch-französischen Grenze fand noch im Juli 2014 eine Großdemo statt mit internationaler Beteiligung.
Doch kurz darauf, das wisst ihr alle, aber es ist immer so schön, nochmal wieder zu wiederholen, kurz darauf verrieten die Sozialdemokraten alles, wofür sie bisher standen. Und damit trugen sie eben ganz entscheidend auch zur Katastrophe bei. Ich bin sehr froh darüber, dass wir geschafft haben in Europa, wir haben viele Gäste hier von der Europäischen Linkspartei, dass wir es geschafft haben, Parteien aufzubauen, links der Sozialdemokratie und auch, dass es die Partei der Europäischen Linken gibt, weil das ist eine Partei, da könnt ihr sicher sein, die gegen Krieg, gegen Sozialabbau ganz konsequent streitet und kämpft. Und ich glaube, dafür sollte es nochmal einen ganz großen Applaus geben. Pierre Laurent ist der Vorsitzende der Kommunistischen Partei Frankreichs und der EL. An dieser Stelle wollen wir im Namen der Linken, im Namen der Europäischen Linken, dir auch nochmal ganz herzlich gratulieren zu deiner Wahl oder zu der Bestätigung im Dezember auf dem Parteitag in Madrid. Super, herzlichen Glückwunsch. Mein Name ist Judith Bender, ich bin Mitglied im Parteivorstand der Linken und bei der Europäischen Linken aktiv. Ich werde durch die Veranstaltung, durch das Programm führen, zusammen mit Dieter Dehm. Dieter, komm noch mal hoch. Dieter Dehm, Bundestagsabgeordneter und auch kürzlich, wie Pierre in Madrid, bestätigt als Schatzmeister der Europäischen Linkspartei. An dieser Stelle, glaube ich, ist es auch nochmal wichtig, Dieter und seinem gesamten Team zu danken. Dieter, ihr stemmt das seit mehreren Jahren hier relativ alleine aus eurem Büro mit sehr viel Kraft, mit sehr viel Herzblut. Ich glaube, an der Stelle ein ganz großes Dankeschön an dein gesamtes Team, an dein Büro für diese Veranstaltung. Auf dass sie auch die nächsten Jahre weiterhin so erfolgreich genau ablaufen wird. Dieter hat innerhalb der Europäischen Linkspartei kürzlich ein Netzwerk von Kulturschaffenden gegründet. Wir wollen heute hier Geld spenden bzw. euch zur Kasse bitten. Wir haben hier Spendenboxen. Das Geld kommt der Arbeit der Europäischen Linkspartei im Kulturbereich zugute. Und ich gebe die einfach mal rum. Wir würden uns freuen, wenn wir die nachher gefüllt wieder mit nach Hause nehmen können. Herzlichen Dank. Jetzt übergebe ich an Dieter Dehm und weiter geht's. Viel Spaß. Ja, besten Dank, Judith Dellheim. Judith Bender, das kommt, wenn man so viele Genickschläge jetzt in den letzten Stunden hinnehmen musste. Ihr müsst jetzt ganz gut sitzen. Sitzt ihr gut? Ja. Günter Wallraff hat einen Bandscheibenvorfall. Er stellt in Weltnetz eine Botschaft ein, die wird dann wahrscheinlich vom schweren Krankenbett hingeröchelt sein. Heute Morgen, der saß schon im Auto, Flug war gebucht, kam dies überein. Nun, Menschen in unserem Alter. Die zweite Absage ist noch nicht ganz perfekt. Er sitzt vor der Wohnung von Gisela May, unser Fahrer, und wartet darauf, dass sie sich von einem Frösteln, das sie heute Nacht, aber auch schon die Nacht davor hatte, erholt und vielleicht noch kommt. Darüber schwebt ein Fragezeichen. Und drittens habt ihr ja schon mitbekommen, dass Alexis Tsipras schon in dem letzten Plakat, letzten Anzeige nicht mehr drauf war. Die haben Wahlen jetzt im Mai, das könnten vorgezogene Parlamentswahlen in Griechenland bedeuten. Das ist die gute Nachricht, weil die wird Syriza als die stärkste Partei hinterlassen. Die schlechte Nachricht ist, dass er schweren Herzens mit einer persönlichen Botschaft absagen musste. Und jetzt haben wir natürlich alles Mögliche getan, um das irgendwie zu ersetzen. Und es ist uns auch ein ganz klein wenig gelungen. Jetzt kommt nämlich eine Überraschung, die nicht auf dem Plakat steht. Sie heißt ziemlich unauffällig Florian Erker und die Gruppe Bookstore Café. Und die spielen auch nur ein Lied. Und ich finde, es ist ganz wichtig, dass das Lied, was an das Büro von Gregor Gysi geschickt wurde, was er dann freundlich und zuständigkeitshalber an mein Büro weitergegeben hat, er es natürlich auch ganz toll fand. Und sonst hätte ich mich ja gar nicht getraut, dieser Sache mit diesen Kosten entgegenzutreten. Also dieses Lied ist wirklich toll. Und wenn es uns beiden gefällt, dann müsste es euch eigentlich auch gefallen.
Es ist ein Lied für Edward Snowden. Und ich glaube, das gehört hierher. Beifall für die Gruppe. I want to tell you that I will follow you. Really walked through fire, but have not been burned because of your desire to change the world. You let us know that we are not free. Now let us grow and make history. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Florian Acker, das bist du, gell? On the Bookstore Café, ist das richtig ausgesprochen? Gut. Und es gibt von euch auch CDs? Ihr seid noch in der, wann ist die CD da? Im Juni geht das los. Und auf welcher Website? Ja, meine. www.thebookstorecafe.org. www.thebookstorecafe.org. Wir haben so Flyer verteilt, beziehungsweise hoffe ich das. Und da ist das Logo drauf mit dem Namen. Wir haben auch das Lied heute, gestern Abend auf YouTube gestellt. Also man kann sich jetzt auch gerne anhören, ja? Gratis.
Mich interessiert eigentlich Kunst überhaupt nicht. Ich wollte nur mal demonstrieren, dass die Linke eine Partei ist, die Kleinunternehmern sehr zugetan ist. Deswegen dieser Werbeblock. Ich möchte jetzt einen Freund ansagen, mit dem ich die ein oder andere schöne Diskussion schon in meinem Leben hatte. Und es zeigt auch, dass diese Diskussionen dann durchaus in Gemeinsamkeiten münden, die wenige für möglich halten. Manche nennen es antagonistische, andere anachronistische, andere einfach nur in einer Partei gemeinsam an einem Strang ziehen. Herzlich willkommen, Dietmar Bartsch. Ja, Dietmar, wir müssen ja ein bisschen improvisieren, weil die ganze Talkgeschichte ja ganz anders geplant war, als noch Günther nicht der Hexe und dem Schuss anheimgefallen war oder dem Bandscheibenvorfall. Vorhin hat Judith erzählt, wie die Situation war. Einerseits 100.000, die demonstriert haben gegen den Krieg. Das war vor dem Krieg. Die Kriegskredite sind bekanntlich, besonders die Abstimmung, in der Karl Liebknecht dann mit Nein-Stimme stimmte. Das war die zweite Abstimmung. In der ersten Abstimmung hat er noch dafür gestimmt. So mächtig war der Druck. Es gab auch Linksradikale, die für den Krieg waren. Dann war es ziemlich einsam um ihn. Kannst du dir so eine Situation persönlich vorstellen? Alle Medien, für heute wäre das aller Spiegel, alle Bildzeitungen, alle Heute-Journale drücken auf uns drauf, eine Entscheidung zu treffen und dann möglicherweise auch verlassen von den eigenen Parteileuten Nein zu sagen. Na, das ist ja gleich eine tolle Frage. Also der hatte ja damals noch nicht Spiegel und heute Journal, ne? Also das war zumindest mal ein kleiner Vorteil. Also ich glaube ja, dass vieles von dem in der Geschichte auch Karl Liebknecht dann mystifiziert worden ist. Fakt ist, dass der Mann in dieser Situation diesen Mut hat, ich glaube, das kann man gar nicht überbewerten. Ich muss immer sagen, also der hatte in Potsdam den Kaiserwahlkreis direkt für die SPD gewonnen. Der war mit der SPD in einer Weise verwachsen. Ich meine, Wilhelm Liebknecht, sein Vater, war eine der Galionsfiguren. Er war Reichstagsabgeordneter und ja nicht irgendwer. Und du hast ja völlig zu Recht gesagt, die Partei hatte beschlossen, wir sind dafür. Die Fraktion hatte beschlossen, wir sind dafür. Und du weißt ja, wie das mit Fraktionen ist. Wir sind ja auch in einer. Und wir lieben nicht diejenigen, die alleine dann irgendeinen Einzelgang machen, ne? Also es eint uns ja dieses. Also das war schon eine sehr, sehr mutige Entscheidung. Und im Nachgang kann man da immer schlau drüber reden und sagen, ja, es war historisch richtig. Aber ich glaube, man kann das gar nicht überbewerten. Ich weiß nicht, ob ich sowohl diesen Weitblick als auch dieses Format haben würde in einer solchen Situation. Da wäre ich unsicher. Ich glaube, das gibt es historisch auch sehr, sehr wenig. Und wenn man sich dann auch die weitere Entwicklung anguckt, das war ja sozusagen ein Start zu einer Entwicklung, die ja, man muss es ja auch sagen, es war eigentlich ja Beginn einer Entscheidung auch der Arbeiterbewegung, die im Ergebnis dann gespalten worden ist mit all den Folgen. Das war ein historischer Einschnitt, später dann auch war er Mitbegründer der KPD. Also Hochachtung, und ich glaube, dass wir gerade auch heute uns mit dieser Historie, mit den Zusammenhängen, ja, es gab die 100.000, und trotzdem war es so, in Europa gab es Euphorie zu diesem Krieg. Das müssen wir einfach zur Kenntnis nehmen, auch als Linke. Es war so, mich juckt der Säbel. Das war in Deutschland Standard. Das war der Standard auch bei den Sozialdemokraten, bei allen Parteien. Und es war es in Frankreich, das war es in vielen anderen Ländern. Deswegen geht es natürlich darum, neuerdings wird bei uns viel über Zeitgeist gesprochen. Ja, das müssen wir verändern, weil die Ergebnisse, die kennen wir alle. Im Nachgang waren dann auch viele, viele schlauer. Im Nachgang haben auch viele der damaligen sozialdemokratischen Fraktionen ihre Entscheidung bereut und gesagt, der Liebknecht hatte recht. Aber hinterher, naja, wissen wir auch beide, sind wir auch häufig schlauer. Ja, ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht, würde auch mich sehr schwer tun, jetzt ein heldenhaftes, ich hätte auch so entschieden, rauszuposaunen. Also diese ganze Drucksituation, die muss man auch mal in Raum und Zeit reinkriegen, was das bedeutet, dieses Sag-Nein, um mal dieses Wolfgang Borchardt-Gedicht zu zitieren. Dann gab es 75 Jahren ja auch noch einen Kriegsbeginn, wenn ich es richtig zurückgerechnet habe, den Zweiten Weltkriegsbeginn. Dort hatten dann diejenigen sich den Krieg auch finanziert,
die auch in der, alten Bundesrepublik am Drücker geblieben sind, die sich ihren Hitler finanzieren konnten, die auch den Kreditantrag für Auschwitz unterschrieben haben, die auch verdient haben an diesem Zweiten Weltkrieg. Man muss ja nur Eberhard Sichon lesen. Wer verhalf Hitler zur Macht? Es geht ja hauptsächlich um die Deutsche Bank und Krupp und Thyssen. Und dann irgendwann sagten Deutsche nach 1945, jetzt haben wir genug, haben dieses Grundgesetz so gemacht, dass möglichst niemand mehr diese wirtschaftliche Macht bekommt. Jetzt sind die Boni, die Renditen derjenigen, die an dieser Krise verdient haben, wieder so hoch wie vor der Krise. Bei den Leuten gärt so ein Gemisch aus Angst und Wut. Wie meinst du, können wir in einem Land, in dem sehr schwer mit diesem Gemisch demokratisch Umgang gepflegt werden konnte, es ging ja meistens nach rechts, wie können wir als Linke, gerade im Hinblick auch auf die Europawahl, damit umgehen? War das eine schwere Frage. Also von 14 über 39 Grundgesetz. Naja, also zunächst mal, ich will mal deinen Bogen aufnehmen. 14, 18, 39, das ist ja, es gibt eine gewisse Logik in der Entwicklung. Eine, die wir ja gerade als Deutsche uns immer wieder auch vor Augen führen müssen. Was ist da eigentlich passiert? Wo ist unsere historische Verantwortung? Warum haben wir da auch prinzipiell zu dem Thema Krieg und Frieden eine andere Position, nicht nur als Linke, sondern auch als Deutsche einzunehmen? Wir haben gefälligst dort eine andere Position aufgrund des vergangenen Jahrhunderts einzunehmen. Aber das, was du sagst, es gibt ja Ursachen für dann auch die Krise und die Kriege. Und diese Ursachen, an die muss man gehen. Und da gab es nach 1945 in Ost und West im Übrigen einen ganz breiten Konsens. Da kann man ja, also wir haben das damals immer gelernt, sich das Ahlener Programm der CDU mal angucken. Und da war ganz klar natürlich, dass Vergesellschaftung ein wichtiger Punkt sein muss, dass genau das nicht passieren kann. Und heute haben wir eine völlig andere Situation. Also das erleben nicht nur wir, das ist doch so, dass leider auch der Deutsche Bundestag eben nicht entscheidet, wo die Entwicklung in Deutschland hingeht. Und wir entscheiden auch nicht, wo die europäische Entwicklung hingeht. Wir haben die Möglichkeit, dass wir hin und wieder etwas in Karlsruhe überprüfen, was wir gemacht haben, mit den Klagen, was Maastricht, was Lissabon betrifft. Und natürlich gibt es dort immer auch wieder Aspekte, die uns hier und da durchaus stärken. Aber insgesamt muss es natürlich darum gehen, die Ursachen für all diese Entwicklung offenzulegen. Das ist doch die Kernfrage. Warum gibt es denn in Deutschland, in Europa dieses Auseinanderdriften von Vermögen, dieses Auseinanderdriften bei den Einkommen? In ganz Europa steigt jedes Jahr die Zahl der Vermögensmillionäre. Das ist doch irre angesichts der Situation in Griechenland, in Spanien, was Jugendarbeitslosigkeit betrifft. Da ist doch irgendwas nicht in Ordnung. Und die Linke hat da vor allen Dingen eine Aufgabe, ganz im Sinne des alten Lassalle. Zunächst mal sagen, was ist, warum ist das so? Wenn die Menschen nämlich erfahren, es gibt Ursachen dafür, es gibt Profiteure, haben wir eine andere Situation. Und das ist unsere Aufgabe. Und wenn denn jetzt immer, ist ja auch, du hast von der Europawahl gesprochen, kurioserweise höre ich jetzt immer, ich habe die Neujahrsansprache unserer aller Kanzlerin mir dann angehört. Jetzt verstehe ich manches, die hatte halt den Unfall, das ist ja in Ordnung, dann ist man nicht so fit. Aber wenn ich das sehe, also wir haben ja gar kein Problem. Wir haben ja gar kein Problem. Die fleißigen Menschen und es läuft. Es läuft nicht. Das ist die Realität. Also hier sind die Zahlen, Pierre Laurent hat darauf hingewiesen, wie hoch die Arbeitslosigkeit bei jungen Leuten in Griechenland, in Spanien, in Italien, aber auch in Kroatien und in anderen Ländern ist. Das ist eine Katastrophe, das ist eine Generation, die gegebenenfalls verloren ist. Und wir haben eine Situation, dass weiterhin es so ist, dass die Krise nicht bewältigt ist. Bis zum Juni werden die erzählen, dass es läuft. Und ich wage mal die These, dass wir danach in schwere Gewässer kommen, im Übrigen auch in Deutschland. Denn es wird nicht so sein, was sie erzählen, dass wir etwa ausgeglichene Haushalte haben werden, dass wir etwa irgendetwas zu verteilen haben. Nein, mit dem, was hier verabschiedet worden ist, mit dem Koalitionsvertrag, dass man eben nicht an Steuergerechtigkeit rangeht, dass man überhaupt nichts tut bei den Vermögenden in dieser Gesellschaft, weder eine Millionärsteuer, noch bei der Körperschaft, noch irgendetwas, sondern alles so belässt. Das ist ein ganz, ganz großer Fehler und wir werden für
für diese Entscheidung dieser großen Koalition in Deutschland und in Europa bezahlen. Das wird nicht bis zum Juni sein. Aber auch da gilt, wir müssen unsere Stimme, wo immer es möglich ist, erheben und deutlich sagen, dass jetzt ein Stück weit Zukunft verfrühstückt wird und jetzt die Grundlage geschaffen wird, dass auf der einen Seite, wie du sagst, Banker eben wieder kassieren ohne Ende und selbst die, die wir in Anführungsstrichen mit Steuergeldern gerettet haben, siehe Commerzbank, da wird weiter kassiert und auf der anderen Seite eben wirklich in unserem Land und vor allen Dingen in Europa Kinder in Armut leben, Menschen nicht ihre Behandlung kriegen können, die notwendig wäre bei der Krankheit. Da ist was nicht in Ordnung in unserem Land und in Europa und da müssen wir als Linke deutlich unsere Stimme erheben. Wahrscheinlich letzte Frage zu, ja, kann auch noch eine vorletzte Frage werden, den Kriegen, die jetzt stattgefunden haben. Irgendeiner hat mal ausgerechnet, diese EU hat mittlerweile 32 Kriege geführt. Ich bin gestaunt, aber das war jemand, der sehr seriös solche Zahlen aufzählt. Da ist ja Kosovo nur einer. Die SPD will nun gerade um uns in die Richtung einer Regierung zu ködern, sagen, ändert eure Außenpolitik, ändert eure Europapolitik, aber jetzt will ich mal die Außenpolitik nennen. Eigentlich ist doch von Seiten der SPD so gut wie alles falsch gelaufen. Also sie haben bei Afghanistan die unverbrüchliche Solidarität. Nun wird man bei möglichst Wahrung eines Gesichts, aber doch Tragen einiger Schande aus Afghanistan raus, gehen und vieles andere mehr, was nicht funktioniert hat. Mal ganz taktisch gefragt an einen Taktiker, wie sehr sollten wir denn unseren sozialdemokratischen Kollegen im Bundestag zeigen, dass wir recht gehabt haben? Das fragt mich natürlich ein ehemaliger Sozialdemokrat, ne? Um das mal. Also kann ihm ja mal sagen, dass ich schon immer recht hatte. Ne? Super Idee. Ich komme ja aus einer Partei, wo die beide vereinigt wurden. Also, na gut. Also ich will das mal, also jetzt ernsthaft mit zwei Punkten, was Afghanistan betrifft, beantworten und dann das auch nochmal grundsätzlich beantworten. Natürlich können wir heute feststellen, wir haben damals recht gehabt. Und ich kann mich an die Situation damals wirklich noch richtig gut erinnern. War da auch in einer Verantwortung. Und es gab diese fürchterlichen Attentate in New York. Und die, natürlich hat das jeder abgelehnt und ist auch weiterhin abzulehnen. Es ist völlig inakzeptabel, ein derartiger Terroranschlag. Und natürlich gab es da, ganz selten im Bundestag, aber da gab es das, dass wir das gemeinschaftlich im Bundestag abgelehnt haben. Und es gab damals sogar eine gemeinschaftliche Kundgebung am Brandenburger Tor aller Parteien, organisiert von allen Parteien, das war damals was Besonderes, dass wir uns dagegen aussprechen. Und dann kam der Satz der unverbrüchlichen Solidarität. Uneingeschränkte Solidarität. Und das ist natürlich völlig inakzeptabel gewesen. Und Gregor sagte gerade immer mich fragen, aber ich habe es auch hier von Wolfgang Kirchen gehört. Also viele kennen es besser. Ja, wir, Dieter, wir fragen denn, wenn es notwendig ist, mal unsere älteren Genossen. Das machen wir dann schon gerne. Ne? Also das ist ja nicht der Punkt. Also dieser Punkt hat da natürlich zu einem extremen Bruch geführt. Und ich weiß ja, wie die Lage damals 2002 war. Das war ja nun nicht so, dass die SPD sagte, also mit euch da nie. Also die haben immer Begründung gefunden. Das ist nicht der Punkt. Ich komme dazu gleich noch. Aber die damalige Entscheidung von uns hat sich als richtig erwiesen. Was ist denn da in Afghanistan passiert? Tausende zivile Opfer, über 50 tote deutsche Soldaten, Milliarden in diesem Krieg verpulvert. Und das Ergebnis ist, die Taliban sind teilweise gestärkt, Afghanistan ist null befriedet. Dieses ganze Engagement war falsch. Wir hätten was tun müssen für den zivilen Aufbau, für Brunnen und für Schulen. Und nicht wie das war, 90% ins Militärische und 10% ins Zivile. Andersrum wären Schulen draus geworden. Ich habe Entwicklungspolitik im Bundestag ein bisschen gemacht. Und wenn du mit Entwicklungshelfern redest, die sagen, nee, wir brauchen keine Soldaten, die das Projekt bewachen, dann werden wir angegriffen. Wir brauchen mehr dafür, dass wir etwas tun können. Und es muss Bildung bei den jungen Menschen in Afghanistan geschehen. Dann werden die sich nicht mehr mit Sprengstoffgürteln in die Luft jagen, weil die nichts ansonsten von der Welt verstanden haben. Aber, um das klar zu sagen, es geht nicht darum, Recht zu haben. Ich bin in die Politik gegangen, um die Gesellschaft zu verändern, nicht um Recht zu haben. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig,
Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir daraus Schlussfolgerungen ziehen. Und es ist doch nicht so, das wissen doch alle, die im Deutschen Bundestag sind, dass viele der Sozialdemokraten, die sagen doch nicht, das war alles richtig. Doch die finden das doch ähnlich falsch. Es gibt nur wenige, die den Mut haben und auch dagegen stimmen. Deswegen muss es doch unsere Aufgabe sein, dort auch gesellschaftlich etwas zu verändern. Und ich rate immer, ich habe das auch im Wahlkampf gesagt, wir müssen viel mehr auch von unseren Erfolgen reden. Und ich sage, einer unserer Erfolge ist, dass aus Afghanistan abgezogen worden ist. Wir wollten da gar nicht hin, wir hätten uns das alles viel schneller gewünscht. Aber dass es jetzt geschieht, hat auch mit unserem Engagement, mit dem Engagement der Friedensbewegung und vieler anderer zu tun. Und da müssen wir auch hin und wieder mal sagen, dass wir auf die Dinge, die wir erreicht haben aus der Opposition, durchaus stolz sein können. Und nun aber zu dem anderen Punkt mit dem, was wir den sozial... Erstens sage ich mal, unser Gegner ist jetzt die Große Koalition. Aber irgendwie was von Regierungsbündnissen. Also die SPD hat sich gerade entschieden. Die hat sich entschieden für eine Große Koalition. Es gibt jenseits der Union eine Mehrheit. Die haben sich entschieden und das müssen wir zur Kenntnis nehmen. Und jetzt lohnt es sich nicht. Es gibt weder eine gesellschaftliche Atmosphäre, noch gibt es etwa Projekte, die man gemeinsam voranbringen kann. Jetzt machen wir Opposition im Deutschen Bundestag. Und ich wünsche mir ja was anderes. Also es ist doch nicht so, dass ich nicht viel lieber einen sozialdemokratischen Kanzler hätte als Frau Merkel. Das sage ich ohne jede, also habe ich überhaupt kein Problem mit das zu sagen. Aber die wollen es doch nicht. Und wir rennen nicht hinterher, sondern wir müssen das Feld jetzt ausfüllen, weil sie werden in dieser großen Koalition natürlich Politik machen, die nicht nach links geht. Das ist für uns eine Riesenchance. Und ich glaube, wenn wir dort wirklich Bündnisse mit Intellektuellen in diesem Land, auch mit Gewerkschaften vielleicht erneuert, mit Kirchen hinkriegen, dann haben wir eine Chance, wirklich hier auch einen Widerstand gegen diese Politik zu entwickeln. Denn gerade was Europapolitik betrifft, ist doch die jetzige Große Koalition die lineare Fortschreibung dessen, was Schwarz-Gelb gemacht hat. Ich sehe überhaupt keinen sozialdemokratischen Akzent in der Europapolitik. Und das müssen wir doch ansprechen, damit wir denen helfen, wieder auf einen ordentlichen Kurs in der Sozialpolitik, in der Europapolitik und auch in der Friedenspolitik zu kommen. Das ist doch unsere Aufgabe. Wir wollen doch die Achse der Politik nach links bewegen. Und das geht nun mal letztendlich nur mit der Sozialdemokratie. Und ich sage mal, natürlich wünsche ich mir mit denen irgendwann ein Bündnis. Aber im Moment spricht auch wirklich gar nichts dafür. Und das wird man nicht durch Annäherung, sondern das wird man nur durch konsequente Politik, durch unseren Weg gehen, indem man eben darauf aufmerksam macht, was in diesem Land wirklich falsch läuft. Das war die erste Talkrunde aus unserer Serie Kein Löschblatt passt zwischen uns. Herzlichen Dank, Dietmar Bartsch. Aber die Lacher, die waren jetzt auch wichtig, ne? So, jetzt möchte ich noch eine ganz andere Ansage machen. Wir mussten 400 Leute heimschicken. Da sind Leute dabei, die aus Sachsen, aus Münster gekommen sind und das tut uns wirklich leid. Es ist aber auch hier nicht der Platz unendlich vergrößerbar und die Feuerpolizei hat gewisse Auflagen. Wir werden es im nächsten Jahr so machen, dass wir wahrscheinlich wirklich Vorverkaufskarten verkaufen. Wir dürfen das als Europäische Linkspartei sogar. Und dann muss man die eben vorher bestellen. Ich sage es nur an der Stelle, wir werden auch versuchen, noch einmal, dann, wenn so viele Karten im Vorverkauf weg sind, den grünen oder den roten Salon mit Eido4, also mit Leinwand und Lautstärke zu übertragen. Dann wird das natürlich nicht mehr den Preis kosten. Aber es ist immer, du tappst immer im Dunkeln und weißt nicht, wir haben ja diesmal gar keine Plakate breit geklebt, sondern nur 5000 Handzettel und die Meinungen waren geteilt, wird es voll oder wird es nicht voll. Also jetzt wissen wir es fürs nächste Jahr. Richtet euch bitte auch darauf ein, rechtzeitig die Karten. Es tut mir furchtbar leid, ich entschuldige mich bei denen. Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Genossinnen und Genossen der Partei Die Linke, ich bin wegen kurzfristig notwendig gewordenen Terminen, die sich durch die wirklichen Vorwahlen und die Wahlen im Mai abzeichnen, verhindert, dass ich heute bei euch sein kann, um gemeinsam Rosa Luxemburgs und Karl Liebknecht zu gedenken, wie wir es in der Vergangenheit oft gemeinsam getan haben. 2013 war ein dunkles Jahr für die Demokratie in Griechenland. Die Koalitionsregierung von Ministerpräsident Samaras brachte die öffentlich-rechtliche Rundfunk- und Fernsehanstalt zum Schweigen und fuhr fort, Zerrbilder, Lügen,
autoritäre Politik und Repression anzuwenden, um sich an der Macht zu halten. Dennoch, 2013 war auch ein Jahr des Widerstands und vom Volk getragener Kämpfe. Ein Jahr, in dem es die Linke weiterhin vermochte, Hoffnung statt Angst und Zukunft statt Vergangenheit zu vertreten. Es ist unsere Pflicht, 2014 zum Jahr der Demokratie zu machen. Unser Ziel ist es, keine Bürgerin und keinen Bürger allein mit der Krise zu lassen. Die Stärkung der vielfältigen Solidaritätsnetzwerke in Griechenland, die Unterstützung von selbstverwalteten Strukturen und die Förderung eines alternativen Modells der Organisation unseres täglichen Lebens. Denn so, wie es in der Erklärung des Spartakusbunds vom Dezember 1918 heißt, der Kern einer Gesellschaft, die wir anstreben, basiert auf der aktiven Teilnahme der Arbeiterinnen und Arbeiter im politischen und wirtschaftlichen Leben. Vor nur wenigen Tagen wurde aufgedeckt, dass die griechische Regierung gemeinsam mit dem Präsidenten des Europäischen Parlaments und Kandidaten für den Posten des Kommissionspräsidenten Martin Schulz entschieden hat, den Besuch des Sonderausschusses des Europäischen Parlaments in Athen zu verschieben, der die Arbeit der Troika in Griechenland und anderen Ländern, die unter den Memoranden der Sparpolitik leiden, unter die Lupe nehmen soll. Unsere politischen Gegner sind in Panik. Sie versuchen jegliche Form der öffentlichen Diskussion über die katastrophalen sozialen und ökonomischen Konsequenzen der Memorandenpolitik abzuwürgen. Sie wollen nicht ihr Image ruiniert sehen und einmal mehr die Stabilität ihrer Kartenhausregierung aufs Spiel setzen, zu einem Zeitpunkt, da Griechenland die Ratspräsidentschaft innehat und Herr Samaras bedeutungslos klamouröse Events der politischen Selbstbeweihräucherung organisiert und nicht willens ist, einen anderen Weg für Griechenland und Europa einzuschlagen. Die Eurozone schlafwankelt so lange in Richtung Desintegration und Spaltung, wie die politische Führung versagt. Das Beste aus dem Spielraum für Verhandlungen und Überzeugung zu machen, den die Währungsunion bietet, um Frau Merkels Spardiktat zu beenden, das ist eine Stärkung der Linken. Für die Europäische Linke ist es auf dem Weg zu den Europawahlen die große Herausforderung, den Menschen im Norden der EU deutlich zu machen, dass es in ihrem eigenen Interesse ist, die gegenwärtige Politik zu beenden, die einen Teufelskreis aus Austerität, Rezession, Schulden und Krediten bedeutet. Frau Merkels Europa ist nicht unser Europa. Es ist nur das Europa, das wir verändern wollen. Anstelle eines Europas der Angst vor Arbeitslosigkeit, Armut und Ausgrenzung. Anstelle eines Europas, das die Interessen der Banker bedient. Wir wollen ein Europa, das sich in den Dienst der Menschen stellt. Wir wollen eine demokratische und fortschrittliche Neuorientierung der Europäischen Union. Die Europäische Linke hat die politische Vision und den Mut für einen breiten sozialen Konsens über das programmatische Ziel des Neuaufbaus auf einer demokratischen, sozialen und ökologischen Basis einzutreten. Dies beschreibt den weiten politischen Kontext meiner Kandidatur als Präsident der Europäischen Kommission im Namen der Europäischen Linken. Dadurch wird deutlich, dass es sich nicht einfach um eine weitere Kandidatur handelt. Stattdessen handelt es sich um ein Mandat für Hoffnung und Veränderung in Europa. Und der Mai wird das beweisen. Lasst uns 2014 die Memoranden vergessen machen. Lasst uns den Weg zur Solidarität und Veränderungen in Europa freimachen. Lasst uns unsere Stimmen mit denen der Menschen Europas vereinigen. Und lasst uns durch unsere gemeinsame Kampagne für die Europawahlen und meine Kandidatur eine starke Botschaft der Demokratie senden. Hoffnung wird Angst überwinden. Solidarität wird Unglück überwinden. Ich wünsche euch persönlich und politisch heute eine großartige Veranstaltung und ein gutes neues Jahr mit viel Gesundheit und Ausdauer für unsere gemeinsamen kommenden Kämpfe. Alexis Tsipras. Dann auch einsehbar. Ich möchte jetzt eine Frau ansagen, die mit Europa vielfältig verbunden ist. Erstens vertritt sie wie kaum jemand anders Internationalismus in ihrem Liedgut.
Zweitens hat sie für den großen Willy Brandt Wahlkampf gemacht, war auch Sprecherin in der Initiative von Günter Grass für seinen Wahlkampf. Drittens hat sie immer für die Friedensbewegung gegen die Atomraketen Pershing 2 und Cruise Missiles in den 80ern gekämpft. Und viertens hat sie mal einen Grand Prix Eurovision gewonnen. Das ist ja auch für nichts für uns Europa. Herzlich willkommen hier an die große Katja Epstein. Sing für die Verrückten, die seitlich umgeknickt, die eines Tags nach vorne fallen und unbemerkt von allen an ihrem Tisch in Küchen sitzen und keiner Weltanschauung nützen, die tagelang durch Städte streiten und die Geschichte nicht begreifen, die sich vom Gericht umstürzen, die Welt noch mit Gelächter würzen und für den Tod bei Zeiten sich selbst die Glocken läuten, ihren Imbissigen hängen, sich weder vor noch rückwärts drängen, stille Rittergesuppe essen und dann alles wieder schnell vergessen, die mit den Zügen sich beeilen, um nirgendwo zu lang zu weilen, die jeden Abschied aus der Nähe kennen, weil sie das Leben Abschied nennen, die auf den Schiffen sich verdingen und mit den Kindern Lieder singen, die suchen und die niemals finden und nachts vom Erdboden verschwinden. Die Wärter stehen bereit mit Jacken, um werkgerecht die Irrenden zu packen, die freundlich auf den Dächern springen. Für diese Leute will ich singen, die in den großen Wüsten sterben, den Schädel schon in tausend Scherben. Der Sand verwischt bald alle Spuren, das Nichts läuft schon auf vollen Touren, die sich durchs rohe Dickicht schieben, vom Wahnsinn blank und wund gerieben, die durch den Urwald aller Seelen blicken, den ganzen Schwindel auf dem Rücken. Ich sing für die Verrückten, die seitlich umgeknickt, die eines Tages nach vorne fallen und unbemerkt von allen sich aus der Schöpfung schleichen, weil Trost und Kraft nicht reichen. Die ganze Geschichte einfach überspringen. Für diese Leute will ich singen. Sie auch herzlich begrüßen zum 100-Jährigen von Rosa Luxemburg und hier in anderen Teilen. Ja, können Sie ruhig freuen. Aber hier ist noch viel. Ich muss jetzt nur mal einen Text suchen von Hans-Dieter Hüsch, den ich nicht im Kopf habe, aber der heute wichtig ist. Und den hat er überschrieben: Ein neues Kapitel ist oft ein letztes Kapitel. Ein neues Kapitel ist oft ein letztes Kapitel. Die Zeit läuft ab, die Welt steht Kopf, die Geschichte ist krank, und die Säugetiere sind ratlos, Gott ist es leid. Die Seuchen sind auf dem Vormarsch, die Völker beginnen zu wandern und die Erde hat Angst. Mensch, mach dir klar, dass du jetzt dran bist, dass vielleicht schon bald dein Guatemalteke in deinem Vorgarten steht und durch die Hintertür dein Kurde kommt, um dich ans Kreuz zu nageln. Denn sie haben lange genug gewartet auf das Stückchen Brot, das du achtlos wegwarfst, auf eine kleine, anständige Behandlung an Leib und Seele,
Mach dir klar, Mensch, dass der Untergang des Mittagsschläfchens begonnen hat. Karibik auf die Schnelle, seidener Jogginganzug, Klassik im Freien, Lachs mit Pommes und immer zu Volksmusik, womöglich bis zum letzten Atemzug. Das wird vorbei sein. Die Reise nach Sodom wirst du stornieren müssen. Mensch, du hattest immer eine Ausrede zur Hand. Ein Bettler war immer ein falscher Bettler. Das sieht man doch, hast du gesagt, dass der da um die Ecke ein dickes Auto stehen hat, dass der Bart angeklebt ist, das sieht man doch an der ganzen Haltung. Und das hat er bestimmt stundenlang eingeübt. Bestimmt sogar. Das sieht man doch, hast du gesagt. Und begingst Bettlerflucht. Doch diesmal kommst du nicht sehr weit. Ein schmutziger Himmel wird wie ein Zirkuszelt über dich kommen. Und du strampelst darin wie eine alte Fliege im Spinnennetz. Du wolltest nicht mit allen Lebewesen gleich sein. Du wolltest immer mehr als alle haben. Du wolltest nicht mal deine überflüssige Habe mit vielen teilen, die sich zu Tode krümmten, die gar nicht mal zum Leben kamen. Du hast mit angesehen, wie Kinder und Tiere in Mülltonnen geworfen wurden. Du bist nicht aufgestanden und hast deine politischen Damen und Herren die Türen eingerannt, sie angefleht, der Grausamkeit im Elend ein Ende zu bereiten? Du hast immer nur so getan, als wüsstest du von nichts. Doch alles, alles wusstest du. Alles von morgens bis abends. Und in der Nacht kamen die Bestien und vergewaltigten die Frauen. Und du hast immer noch nichts gewusst. Manchmal hast du gedacht, wie furchtbar. Hast nicht gesagt, es ist doch meine Schuld. Bist nicht herumgelaufen und hast geschrien, mach dein Ende! Ich übrigens auch nicht. Und es ist auch meine Schuld. Drum los, kommt auf die Beine, kommt, wir versuchen es nochmal. Mit unseren kleinen Waffen, mit Wort und Lied. Das aus dem Weinen, Lachen, Trost und Versöhnung wird. Ein neues Kapitel kann auch ein erstes. Nochmal einen schönen guten Abend. Es gibt ein Lied von Conny Becker, das mich besonders, wie soll ich sagen, begleitet, eigentlich seit das geschrieben hat. Für mich ist die Wiedervereinigung das Ereignis der Deutschen seit Kriegsende. Und es gibt keinen Ersatz, Kinder, egal was gemeckert und sonst beargwöhnt wird. Dafür gibt es keinen Ersatz. Und wer hätte gedacht, dass es noch zu unseren Lebzeiten passiert? Und dieses Lied beschreibt, woran die kurze Zeit der Wärme während der Wende. Ich muss sagen, ich war in der Zeit auf irgendeiner Probenbühne in Bamberg mit einem Musical da zugange. Und als dann durchkam, dass die Mauer offen war, naja, da war alle Arbeit nicht mehr zu denken. Und dieses Lied beschreibt, woran die kurze Zeit der Wärme, die wir alle empfunden haben. Wir wollten uns ja förmlich alle um den Hals fallen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen ging. Ich denke, das war genauso wie bei mir, oder? Nee? Mann, ein Schwein, das ist ja zum Kotzen. Also ich denke, die Freude ist bis heute ungebrochen. Nein, nein, Kinder, Verbindlichkeiten sind heute gefragt, keine Unverbindlichkeiten. Und die nächsten 10 Jahre brauchen wir zivilen Ungehorsam friedlichster Natur auf der Straße, wenn wir diese Gesellschaft umbiegen wollen. Und jetzt soll gesungen werden, sonst kriegt der Dieter noch einen Krampf, weil er mal Angst hat mit seinen ganzen Wortbeiträgen. Thank you.
dieses Vaterland. Und jetzt wieder unsere Serie mit dem Löschblatt. Ich darf ganz herzlich begrüßen als nächsten Talkgast. Es wird ein Interview sein, er kommt gleich wieder. Als nächsten Talkgast jemand, den ich auch sehr, sehr schätze, Sarah Wagenknecht. Ja, die SPD hat ja nicht nur, als sie beschlossen hat, sich uns gegenüber zu öffnen, gesagt, die Außenpolitik muss weg, sondern auch die Europapolitik muss weg. Nun weiß ich nicht genau, was an der SPD so vorbildlich ist, dass man sich an ihr orientieren muss. Ist dir da irgendwas aufgefallen, was man vielleicht ins nähere Kalkül ziehen sollte, wenn man denn mit Ihnen in die Regierung wollte? Naja, also mir fallen da eigentlich eher Beispiele, sozusagen als abschreckendes Beispiel ein, also auch für Rückgratlosigkeit, für Umfallen und natürlich etwas, was aus der inneren Dynamik jeder Partei droht. Also auch natürlich wir als Linke, jede Partei ist immer in der Gefahr, sich von Medien, von gesellschaftlichem Druck, von Arbeitgeberverbänden, von Lobbyorganisationen in eine bestimmte Richtung drängen zu lassen. Und bei der SPD hat das wunderbar funktioniert. Also die ist heute sozusagen in einer Einhelligkeit mit der CDU, die kaum größer sein könnte. Dafür brauchte es noch nicht mal die Große Koalition, weil die Europapolitik, die Ausplünderung Griechenlands, die ganzen Kürzungsdiktate, die hat ja in der letzten Legislatur nicht nur Schwarz-Gelb beschlossen, sondern die SPD hat ja immer eilfertig Frau Merkel die Mehrheit gesichert, als ihre eigene Koalition schon teilweise bröckelte. Und das zeigt eben auch, da sitzen natürlich die Mitverantwortlichen für diese ganzen katastrophalen Zustände. Und ich weiß gar nicht, muss ich ehrlich sagen, wie man sich morgens noch im Spiegel angucken kann, wenn man tatsächlich mitverantwortlich dafür ist, dass in Griechenland heute Menschen sterben, weil sie sich ihre notwendigen Medikamente nicht mehr leisten können, weil unter dem Druck der Troika die Gesundheitsausgaben zusammengestrichen wurden und so weiter. Wären das jetzt für uns, für den Wahlkampf, so die richtigen Motive? Wir kämpfen für die armen Griechen, für die griechischen Rentner, für die, die sich, ich glaube, es sind jetzt 127 in den letzten 3 Monaten, die sich erschossen haben oder öffentlich umgebracht haben. Oder ist es überhaupt für uns das richtige Argument, Alexis Tsipras zum Spitzenkandidaten für die Europawahl zu machen? Ich sehe schon die Bild-Zeitungskampagne und die Kampagne von anderen, möglicherweise auch weichgespielteren Gegnern von uns, die dann eben das als reine Opferbereitschaft der deutschen Steuerzahler brandmarken wird. Meinst du, wir kommen damit über die Runden? Nein, ich finde entscheidend, sich gar nicht einzulassen auf diese Demagogie. Da sind die Griechen, hier sind die Deutschen, die einen zahlen und die anderen profitieren. Das ist ja überhaupt nicht der Fall. Also das, was die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler in Deutschland bezahlt haben, ist nicht der griechische Staatshaushalt, sondern ist die Sanierung der Anleger Griechenlands. Das heißt privater Banken, nicht zuletzt deutscher Banken, die griechische Staatsanleihen gehabt haben und denen wir die alle schön abgenommen haben. Heute sind das fast nur noch staatliche Anleihen. Und natürlich ist die Konsequenz,
Und da zeigt sich natürlich auch wieder, wie dreist das ist, wenn die SPD sagt, wir sollen unsere Europapolitik revidieren. Also wir haben 2010 gefordert, Schuldenschnitt für Griechenland. Und das wäre die einzig sinnvolle Aktion gewesen, weil das bedeutet hätte, die privaten Banken hätten verloren, hätten die Verluste auch abschreiben müssen, nicht der Steuerzahler, aber eben auch nicht die Menschen in Griechenland, die dann durch diese Kürzungspakete drangsaliert wurden, wo eine Lehrerin, die früher mal vielleicht 1.500 Euro hatte, heute noch mit 700, 600 Euro irgendwie über die Runden kommen muss. Das wäre alles nicht notwendig gewesen. Und heute, das ist ja das Interessante, diskutiert sogar der IWF, ob nicht ein Schuldenschnitt damals besser gewesen wäre als diese abstruse Politik. Aber Herr Steinmeier fährt nach Griechenland. Also ich muss sagen, ich finde das wirklich sowas von schäbig. Schleicht da rum und erzählt, also so ungefähr, ja, die sollen doch bitte in ihrem Reformeifer nicht nachlassen. Und man weiß ja auch, die Troika fordert ja noch mehr Entlassungen, noch mehr Kürzungen. Ja, wo soll denn dieses Land noch hingehen? Und vor allen Dingen, Sie müssen doch nur mal Ihrer selbst gesteckten Maßstäbe sehen. Sie haben ja immer gesagt, Griechenland muss sparen, damit die Schulden reduziert werden. Naja, bevor Griechenland in diese ganzen sogenannten Rettungspakete reingegangen ist, hatten sie eine Schuldenquote von 130%. Heute haben sie eine Schuldenquote von 175%. Das heißt, diese ganzen brachialen Verarmungsmaßnahmen haben die Schulden um keinen müden Euro reduziert. Sie sind höher als jemals zuvor. Sie sitzen nur, sie werden nur von anderen getragen. Und ich finde, auch das zeigt deutlich, diese ganze Europapolitik ist eine Politik im Interesse der Banken und der oberen 10.000. Weil das ist ja auch noch der nächste Punkt in Griechenland. Während die kleinen Leute geschröpft wurden, die Taxifahrer, die Krankenschwester, die Lehrerin, hat die griechische Oberschicht keinen müden Euro beigetragen. Und da kann sich eben Deutschland auch nicht sozusagen die Hände in Unschuld waschen. Da wird immer gesagt, ja, die schieben alle ihre Vermögen in die Schweiz, da können wir nicht ran. Komischerweise, die USA hat es doch vorgemacht, wie es geht. Die USA hat die Schweizer Banken unter Druck gesetzt und hat gesagt, wenn ihr uns nicht genau sagt, was es für Transaktionen gibt von amerikanischen Staatsbürgern zwischen den USA und der Schweiz, kriegt ihr bei uns keine Banklizenz mehr. Und sofort war, also da musste man keine Kavallerie schicken, die früher mal Herr Steinbrück angedroht hat, sofort waren die Banken zur Kooperation bereit. Natürlich, Griechenland könnte die Schweizer Banken nicht so unter Druck setzen. Aber Deutschland könnte es natürlich, wenn man denn wollte, dass die Reichen bezahlen. Das Schlimme ist, dass Frau Merkel weder in Deutschland will, dass die Reichen bezahlen, noch will sie es in Griechenland, sondern sie macht ein ganz brutales Umverteilungsprogramm. Und ich finde, das müssen wir im Wahlkampf deutlich machen, dass hier ein Raubzug gegen die normale Bevölkerung durch die oberen 10.000 und durch die Banken und großen Unternehmen stattfindet. Das ist der Kern Ihrer Europapolitik. Und dass das Wort Raubzug nicht aus deinem martialischen Hirn kommt und so völlig isoliert dann im Allverhalt, zeigt, dass der Titel »Der größte Raubzug der Geschichte«, der genau über die Banken geht, ein Spiegel-Bestseller ist. Dennoch gibt es zu den Gegenmaßnahmen gegen diesen Raubzug ein Argument, was auch gelegentlich bei uns erwähnt wird, in dem Moment, wo wir die Banken hart angehen oder pleite gehen lassen, haben die doch die Rentenkassen, die Pensionen im Schwitzkasten, in Geiselhaft und ziehen die mit in den Abgrund. Und damit ziehen wir ja die mit rein, die eigentlich gar nichts dazu können. Naja, das ist natürlich das beliebte Argument der Banken. Und da muss man sagen, das ist eine gnadenlose Heuchelei. Weil diese Banken, die uns damit erpressen, wir geben keine Kredite mehr, wenn ihr uns reguliert, wir bringen die Volkswirtschaft in den Abgrund, das sind ja die privaten Großbanken, das sind ja nicht die Sparkassen oder die Genossenschaftsbanken. Und diese privaten Großbanken vergeben sowieso immer weniger Kredite an die reale Wirtschaft, sondern das, was sie mit dem vielen Geld, was ihnen ja auch Herr Draghi so großzügig rüberreicht, was sie damit machen, ist Spekulation, sind absurde, teilweise Betrugsgeschäfte auf den internationalen Märkten. Und auch das ist ja inzwischen bekannt. Ich meine, jeder weiß, es ist nachgewiesen worden, dieser zentrale Zinssatz, der LIBOR, ist manipuliert worden, unter anderem auch von der Deutschen Bank. Jeder weiß, es ist inzwischen nachgewiesen worden, Wechselkurse werden manipuliert zwischen, also indem große Banken sich absprechen und damit solche Insidergeschäfte machen und sozusagen damit natürlich auch einen fetten Reibach. Wir wissen inzwischen auch, der Goldpreis wird teilweise manipuliert. So, und obwohl wir das alles wissen, stellt sich die herrschende Politik hin
und sagt, ja, aber wir müssen natürlich zusehen, dass die Staaten weiterhin unter dem Diktat der Finanzmärkte oder der Kontrolle der Finanzmärkte bleiben, weil das ist ja die Weisheit der Märkte, die Märkte fordern ja Reformen ein und deswegen müssen wir dafür sorgen, dass die Staaten auf keinen Fall über die EZB finanziert werden, sondern immer nur über die Banken, weil die Banken so weise sind. Und natürlich, wenn die einen Wechselkurs manipulieren können, dann soll mir doch keiner erzählen, dass die nicht genauso gut die Kurse von Staatsanleihen manipulieren können. Natürlich können sie das. Aber dieses Diktat der Finanzmärkte ist natürlich wiederum ein wichtiges Mittel, Demokratie auszuhebeln, weil die Politik sich dadurch natürlich selbst in eine Abhängigkeitsposition gibt. Also ich kann doch die Banken nicht regulieren, wenn ich gleichzeitig von ihnen abhängig bin. Das heißt, solange man diese Abhängigkeit nicht aufhebt, und da fordern wir eben als Linke direkte Kredite von der Europäischen Zentralbank an die Staaten. Wenn man diese Abhängigkeit aufhebt, dann kann man die auch anders an die Kandare nehmen. Und noch einen letzten Punkt auch, was immer die Größe der Banken, da wird ja auch immer gesagt, die müssen so groß sein, um die Exportwirtschaft zu begleiten. Alles Unsinn. Sie sind ja auch in der Krise noch größer geworden. Und sie sind ja gerade heute auch wirklich ein Mittel, auch durch ihre Größe natürlich Staaten erpressbar zu machen. Und da muss ich sagen, da gibt es ja zum Beispiel im alten Ordoliberalismus, wo immer gedacht wird, das ist keine linke Tradition, da sind ganz interessante Ansätze, zum Beispiel einer, Alexander Rüstow, das ist ja ein klassischer Ordoliberaler gewesen. Der hat mal so schön gesagt, also ein Staat, der anfängt, das Raubtier organisierter Unternehmensinteressen zu füttern, wird irgendwann von ihm verschlungen. Und wir haben vor allem bei den Banken, natürlich auch bei den großen Unternehmen, wir haben als Staat oder die Staaten haben das Raubtier dieser organisierten Unternehmensinteressen, sprich ihre Lobbyinteressen, ihre Profitinteressen, gefüttert. Und deswegen sagen wir auch deutlich, wenn da von Systemrelevanz geredet wird, was heißt denn das? Systemrelevante Bank. Das heißt doch, Finanzstabilität ist ein öffentliches Gut. Systemrelevant heißt, es ist ein öffentliches Gut, was uns alle angeht. Aber da muss man doch mal irgendwann die Schlussfolgerung draus ziehen, ein öffentliches Gut gehört nicht in die Hände privater Renditejäger. Und deswegen sagen wir Zerschlagung der Banken und gesellschaftliche Banken. Zum möglicherweise Abschluss unserer Fragen. Das, was vorhin Bernd Rixinger nochmal deutlich gesagt hat, für uns alle, dass wir pro-europäisch sind, dass wir freundschaftlich und mit ganzem Herzen für die europäische Integration streiten, steht ja in krassem Gegensatz zu dem, was wir im Parteiprogramm und auch in allen anderen zur Debatte stehenden Dokumenten an Kritik an dieser EU haben. Und die große Kunst wird darin bestehen, diesen Grundgedanken, der ja gespeist ist dadurch, dass diese elende sogenannte Erbfeindschaft zwischen Frankreich und Deutschland überwunden wird, das ist ja zu Teilen auch gelungen, dass dieser Grundgedanke des Friedens, auch des Versöhnens, ich glaube, das Versöhnen auch zu einem Teil des Marxisten oder der Marxistin Pflicht ist. Es ist nicht nur überall neue Zänke aufzureißen, dass dies nicht in der EU sich wiederfindet. Kriegen wir im Wahlkampf rüber, dass wir zu einer europäischen Integration stehen und dies mit einer möglicherweise umso schärferen Kritik an den Institutionen der EU zusammenbringen? Ich finde, wer irgendwo ein Interesse, einen Sinn für europäische Werte, für europäische Ideale hat, für das Zusammengehen der europäischen Bevölkerungen, der muss die heutige EU kritisieren. Und ich finde es eine Frechheit, ausgerechnet der Linken zu unterstellen, sie sei antieuropäisch. Was ist denn antieuropäisch? Antieuropäisch ist, wenn ich eine Politik mache, die die einzelnen Länder und die Menschen in diesen Ländern gegeneinander aufbringt. Und dann gucke ich mir die Umfragen an und dann sehe ich doch, wie sozusagen die Zustimmung zu Europa in den letzten 5 Jahren radikal abgenommen hat. Es ist in den meisten Ländern noch nicht mal mehr die Hälfte der Bevölkerung, die heute
heute sagt, wir finden Europa gut. Aber nicht, weil das jetzt plötzlich alles Nationalisten sind, sondern weil sie empfinden, dass diese heutige EU, diese Brüsseler Behörden, diese Troika, diese EU-Kommission oder auch diese Europäische Zentralbank, dass die in einer Weise Einfluss nehmen, die ihre Löhne absenkt, die ihre Renten kaputt macht, die ihre Sozialsysteme zerstört, die Privatisierungen vorantreibt, aktuelles Beispiel Trinkwasser. Und wenn sie so eine EU wahrnehmen, dann muss man sich nicht wundern, dass antieuropäische Ressentiments natürlich in Europa immer stärker werden. Wir wollen diese Ressentiments nicht. Aber gerade deswegen brauchen wir eine andere europäische Integration als die heutige. Wir brauchen auch andere europäische Verträge. Und das hat die Linke schon immer aufgemacht. Diese heutigen Verträge setzen auf einen Dumpingwettlauf. Immer schlechtere Sozialstandards, immer niedrigere Steuern für große Konzerne, immer schlechtere Regulierung auch für Banken. Da ist ja die EU mitschuldig. Auch aus EU-Ebene kamen ja diese ganzen Deregulierungsvorschläge. Das ist nicht ein Europa der Menschen. Das ist ein Europa der Reichen, der Oberen, ein Europa der Konzerne, ein Europa der Banken. So ein Europa wird immer unpopulärer werden. Und ich glaube, dass wir das im Wahlkampf deutlich machen müssen. Nur wenn man die EU verändert, kann es wieder auch ein Miteinander europäischer Völker und wirklich auch europäische Zusammenarbeit und ein europäisches Sozialmodell geben. Das war ja mal der Anspruch der EU. Das war ja sozusagen einerseits ein Projekt, wo es um den Ausschluss von Kriegen in Europa ging, aber ganz am Anfang, das kann man sich bei de Gaulle und bei vielen anderen noch durchlesen, da ging es auch ausdrücklich um ein Alternativmodell zum entfesselten Kapitalismus, um ein Sozialmodell in Europa. So, und diese heutigen Verträge lassen dafür überhaupt keinen Raum. Sie sind das genaue Gegenteil. Und deswegen, finde ich, müssen wir ganz klar sagen, pro Europa. Pro Europa heißt gegen diese Verträge. Und dann muss ich auch noch mal eins sagen. Also wenn jemand in Deutschland zurzeit auf nationalistische und üble Ressentiments setzt, dann weiß Gott nicht die Linke. Wenn ich mir angucke, was die CSU zurzeit betreibt mit ihrer Kampagne und mit ihrer Stimmungsmache. Und also dann muss man doch ganz klar sagen, so wird tatsächlich, so werden Menschen gegeneinander aufgehetzt, so wird natürlich auch Verantwortung mit übernommen, wenn irgendwann rechte Schlägerbanden sich dadurch bemüßigt fühlen. Und ich hätte mir einmal gewünscht, aus Seiten also der CSU oder auch der CDU oder selbst der SPD, sozusagen das Kreuz, eine solche Losung, wer betrügt, der fliegt, mal gegen die Banken zu wenden. Dann hätte man nämlich bei den Banken tatsächlich längst vielen die Lizenz entziehen müssen. Das wäre ein Weg gewesen. Aber nicht das, was Sie da machen. Das war ja auch das, was Bernd vorhin gesagt hat. Nur ganz, ganz kurze Antwort auf die Frage, wie umgehen mit der AfD? Also für mich ist nicht die AfD das Thema. Für mich ist das Thema, wie schaffen wir es, dass die Menschen, die aus gutem Grund sehr kritisch gegenüber der heutigen EU eingestellt sind, die aus gutem Grund sagen, die EU-Kommission macht eine neoliberale Politik, die aus gutem Grund sagen, Herr Draghi hat seine Vergangenheit als Investmentbanker noch lange nicht vergessen, sondern macht genau diese Politik, dass wir die nicht rechtspopulistischen Parteien überlassen. Und das betrifft die AfD und es betrifft aber auch andere Parteien. Vielen herzlichen Dank. Das war unser kleiner Talk an Sarah Wagenknecht. Noch ein Runtergeh-Beifall. So, jetzt wird es ein bisschen internationaler. Ich habe die große Freude, meine Freundin und meine Genossin Maite Mola zu begrüßen. Maite Mola ist Vizepräsidentin der Europäischen Linkspartei von der KP Spaniens. Maite kommt aus einem Land, in dem die Krise ganz besonders hart zugeschlagen hat. In einem Land, das wurde vorhin erwähnt, in dem die Jugendarbeitslosigkeit derzeit 57,7%, man kann es sich wirklich kaum vorstellen, 57,5% beträgt. Und in einem Land, das wurde auch erwähnt durch Pierre, in dem Kämpfe, die vor Jahrzehnten geführt wurden, eigentlich jetzt wieder
neu geführt werden müssen. Wir müssen unsere Kämpfe, die unsere Mütter, aber auch unsere Großmütter vielleicht geführt haben, erneuern. Der Kampf auf sexuelle Selbstbestimmung ist nach wie vor auf der Tagesordnung. Es ist wirklich beschämend, was in Spanien gerade passiert. Und an dieser Stelle noch ein kleiner Hinweis, dass es zum Frauenkampftag 2014 ein großes Bündnis geben wird, in Berlin eine Großdemonstration. Also für all diejenigen, die von euch wieder nach Berlin kommen wollen, ihr seid herzlich eingeladen. Am 19.01. findet das nächste Bündnistreffen statt, auch mit europäischer Beteiligung, weil ich glaube, da müssen wir ein ganz klares Signal setzen, dass eben die Krise derzeit oder die Auswirkung der Krise auf Frauen auch enorm ist und eben in diesem Feld gerade in Spanien sich ganz besonders zeigt. So, Maite Mola, die Vizepräsidentin der Europäischen Linkspartei. Gracias. Dankeschön. Quiero agradecer con todo mi afecto a mis camaradas de Die Linke que me permitan expresarme hoy en esta multitudinaria celebración. Como mi amigo Dieter Dem me ha pedido brevedad, voy a hablar solo de un tema que trata sobre la dicotomía guerra y paz, o lo que es lo mismo, imperialismo e internacionalismo. O lo que es lo mismo, capitalismo y socialismo. Decía Engels en el manifiesto anti-During de 1878 algo así como que todas las guerras son la misma guerra en virtud de un principio común que es su origen sustancialmente económico. La historia reivindica su certero análisis. Este año es el centenario del comienzo de la Primera Guerra Mundial. Aquel largo túnel de sangre y oscuridad, como lo denominó André Gide. Guerra que provocó millones de muertos. ¿Y las causas? Múltiples intereses colonialistas y millonarios intereses económicos y de mercados, disputados por imperios y naciones. Y hoy, 100 años después, analizando esas raíces históricas de la Unión Europea creada tras la Segunda Guerra Mundial, pues los europeos estábamos decididos a evitar que semejantes matanzas y destrucción pudieran volver a repetirse. Ese proyecto europeo, diseñado para el servicio de la paz y el progreso social, se ha transformado en una pesadilla. Y cuando la paz aparece más necesaria que nunca, los líderes europeos toman el camino del atlantismo y de las intervenciones militares. La Unión Europea se alinea con la OTAN y no persigue la búsqueda de la paz en la esfera internacional, sino que desempeña un papel protagonista entre las fuerzas imperialistas. Bajo la tutela de la OTAN, la Unión Europea ha estado presente en todos los conflictos internacionales más graves y apoyado las pretensiones imperialistas de sus aliados. La política colonialista de Israel hacia Palestina, ignorando lo que hace el gobierno francés en Mali o en la República Centroafricana y apoyando a esos oscuros rebeldes sirios, sosteniendo a Marruecos frente al Polisario y sus legítimas demandas. Afganistán, Libia, Irak, todas las malditas guerras con el trasfondo económico del petróleo, de la apropiación de las riquezas por parte del imperialismo. ¿Cuánta razón tenía Engels? ¿Cuánta razón tenía Engels? ¿Cuánta razón tenía? Y es en este escenario, lo decía Pierre Laurent, desde el Partido de la Izquierda Europea, hemos salido de este congreso con una apuesta firme por la paz, con mayúsculas, para lo que es necesario, al menos, que se cumplan dry, no fur, cosas. Fur, no dry. La disolución de la OTAN, la eliminación inmediata de las bases militares extranjeras en territorio de la Unión Europea.
el establecimiento de nuevas relaciones económicas y comerciales entre las distintas regiones a escala mundial. América Latina es un buen ejemplo, construyendo la seguridad a partir del codesarrollo. La defensa de los valores de la solidaridad, la justicia y la igualdad. Y la cuarta, la abolición de los acuerdos de Schengen y Frontex, auténticas herramientas de destrucción de seres humanos. Camaradas, compañeros, nosotras, desde nuestra visión socialista, consideramos que la tierra pertenece a los pueblos que la habitan, no a aquellos que con el pretexto de una representación democrática pervertida los explotan, los manipulan y los engañan. Tenemos que salvar la democracia que está en peligro. Pero, camaradas, no se trata de decir no a la guerra, también. Se trata de luchar todos los días y en todas las instancias para que la paz sea una realidad. Para que la paz deje de ser manipulada como un elemento de chantaje emocional y sentimental con que pretenden justificar las guerras. Sin paz, sin una paz auténtica, justa, respetuosa, no habrá derechos humanos. Y sin derechos humanos no hay democracia. Y termino citando a Karl Liebknecht, que dijo: solo una paz basada en la solidaridad internacional de la clase obrera y sobre la libertad de todos los pueblos puede ser una paz duradera. ¡Viva Die Linke y muchos éxitos, camaradas! Gracias.